Willkommen zum neuen Video von den Minecraft Monkeys. In den nächsten zwei Videos, also diesem Video und dem nächsten, zeige ich euch zwei recht erfreuliche Teile, die man oder die der ein oder andere vielleicht auch gebrauchen kann. Nach dem einen wurde ich nicht ganz so oft gefragt, nach dem anderen aber umso öfter. Ich stelle euch heute erstmal das Uninteressantere vor, weil ich mir das Beste für den Schluss aufheben will. Wow. So, was ihr hier seht, ist ein arithmetisch-logischer Multiplizierer. Der mag für den einen oder anderen etwas groß vorkommen, aber ich stelle die beiden Taktiken vor. Einmal ohne Register, also ohne Sachen abzuspeichern, einfach wirklich nur arithmetisch-logisch, nur Addierer, nur jedenfalls kein Speicher. Und einmal, das wäre beim Dividierer, mit Registern. Ich glaube, 1, 2, 3 sind es insgesamt. Dazu kommt aber noch ein extra Video. Jedenfalls, erstmal zeige ich euch, dass das Teil überhaupt funktioniert. Ihr kennt den Multiplizieren, den ersten Faktor und den zweiten Faktor. So heißt es doch, glaube ich. Also das blaue hier oben mal das rote hier unten. Ihr seht gleich, ich kann hier unten nur maximal 15, könnte man meinen. Nein, ich kann nur 8. Ich kann den Wert maximal mal 8 nehmen. Hat folgende Ursache, das werdet ihr später noch merken, wenn ich euch das Teil erkläre. Jedenfalls, das Ding steht übrigens zum Download bereit, Link in der Beschreibung. So. 5 mal 4. Jetzt rechnet er kurz. 5 mal 4 ist 20. Binär 16, 8, 4, 2, 0. 16 und 4 sind an. 16 plus 4 ist 20. Sollte aber jeder kennen, der zumindest von der Tutorial-Serie her kommt oder so. Und eine weitere Rechnung. Ich glaube, 1, 2, 4, 8, 16 mal 3. Das ging schnell. 48, 32 und 16. Mal 8, sagen wir mal 1 mal 8. Er rechnet. 1 mal 8 ist 8. Wie zu erwarten. So. Wie baut man das Teil? Wir sehen hier hintereinander immer schön eine komplette Adder-Reihe. Wenn wir mal 8 nehmen wollen, maximal, haben wir 8 Adder-Reihen. Wenn wir einen Wert mal 16 nehmen wollen, brauchen wir 16 Addereien. Deswegen auch nur mal 8, weil das Teil sonst zu groß wird. Man könnte es auch mit Registern regeln. Wie gesagt, ich werde euch aber beide Möglichkeiten vorstellen. Das eine beim Multiplizierer, das andere beim Dividierer. Ja, ihr nehmt den Adder. Einen stinknormalen Ripple Carry. Und ihr habt den ersten Faktor. Der zweite Faktor ist der kompliziertere. Der erste Faktor geht einfach... Alle ersten Faktoren gehen erstmal stinknormal zum allerersten Adder. Daneben, also die zweigen wir gleich nochmal ab und führen sie auch zum zweiten Input. Der erste Adder, wenn das hier die Inputs sind, sieht also so aus. Ja, wenn wir einen Wert mal 1 nehmen wollen, dann müssen wir ihn nicht durch den Adder leiten, weil in diesem Zustand würde am Output ja schon das Doppelte hier rauskommen, beim zweiten Adder. Es wäre schon mal 2. Deswegen einfach hier unten direkt abzapfen. Dazu gleich mehr. Ja, das macht man dann so. Einfach hier gleich abzapfen, das wäre mal 1. Mal 2 wäre dann, wenn wir diese beiden Werte zusammenrechnen, direkt hier hinten dran. Jetzt kommt das Gekabele. Moment. So. Wir nehmen am Output, also der Output des ersten Adders, ist der rechte Input des ersten Adders der zweiten Reihe. Dieser Output ist wieder der Output des ersten Adders der zweiten Reihe ist der Input des ersten Adders der dritten Reihe. Der rechte Input, immer schön der rechte. Immer der hier, der Output an der hier, der Output an der hier. Deswegen verschiebt sich die Reihe auch so ein Stückchen nach links. Das funktioniert mit dem zweiten Adder der ersten Reihe genauso. Hier ist der Adder, hier ist der Output, hier ist wieder der zweite Adder der zweiten Reihe, hier der zweite Adder der dritten Reihe und so fort.
Besonders wird's nur bei dieser Abzweigung. Die zweigt nämlich nicht nur an den ersten Add ab, sondern geht zu allen anderen Addern auch an den linken Input. Ob jetzt links und rechts vertauscht, ist völlig egal. Jedenfalls, Input kommt rein. Wir haben hier ganz normal den Wert hier. Der kommt hier rein, würde hier durchgehen, da hinten raus, immer so weiter. Da aber abzweigt, kommt natürlich hier das Doppelte raus, ist ja auch völlig egal. Also den Wert können wir jetzt im zweiten Adder verfolgen. Hier, 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 hier und so weiter. Dieser Wert wird jetzt, also der Anfangswert in dem Fall 1, geht jetzt zu allen anderen Addern. Das ist diese lila Line hier unten, diese lila Leitung. Geht einfach zu jedem anderen linken Input von jedem anderen Adder. Also immer zu den ersten Addern der Reihe. Natürlich, ihr könnt die 1 nicht irgendwo hier drin landen lassen, sondern immer, der hier geht zu dem, zu dem und zu dem und zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und zu dem. Was hat es für einen Zweck? Ja, multiplizieren ist nichts anderes als erster Faktor ist die Angabezahl, zweiter Faktor sagt einfach nur, wie oft man diese Zahlen mit sich selbst addiert. Also, wir nehmen hier einfach mal 1 plus 1 ergibt 2. 2 plus 1 ergibt 3. 3 plus 1 ergibt 4. Also hier hätten wir das Ergebnis von mal 1. Hier hätten wir das Ergebnis von mal 2. Hier hätten wir das Ergebnis von mal 3. 3 mal 1 ist 1, 1, 3. Hier wäre mal 4, mal 5, mal 6, mal 7, mal 8. Funktioniert mit jedem anderen Bit genauso. 2 zweigt auch ab. Hier kommt erst das Doppelte raus, weil beide Inputs aktiv sind. Dann geht er wieder hier runter und zu jedem anderen zweiten Input des zweiten Bits jeder Reihe. Zweiten linken Input. Nee, linken Input von jedem Adder zu jedem zweiten Bit. Wie holt man jetzt das Ergebnis raus? Da kommt der andere Faktor ins Spiel, der zweite. Hier ist ein binär zu Dezimal-Decoder. Er fängt nicht bei 0, er fängt bei 1 an. Wenn wir mal 1 rechnen, ist das Ergebnis direkt hier. Das heißt, wir machen hier so ein tolles AND-Gate ran. Eine Sperre, wie ich es gern sag. Diese Sperre wird nur geöffnet, in Anführungszeichen, wenn mal 1 aktiv ist. Also mal 1 und Sperre wird geöffnet. Das AND-Gate, die AND-Bedingung ist nun erfüllt. Jetzt könnte jeder Input, der hier rauskommt, auch rauskommen. Mal 1 kommt hier raus, ist hier draußen. Diese Line ist aktiv. Bei mal 2 genauso. Wie ihr vorhin gemerkt habt, wäre hier das Ergebnis für mal 1, hier das Ergebnis von mal 2, mal 3. Dann dekodiert ihr das einfach nur schön von binär in mehr oder weniger Dezimal. Das heißt, 3 würde diese hier aktiv machen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit 1 plus 1 plus 1 rechnen, 1 plus 1 plus 1 plus 1 und bei mal 3 einfach nur abholen das Ergebnis, dann kommt auch 3 raus. Der Wert 4 liegt trotzdem hier an. Der kommt hier trotzdem raus. Genauso wie hier der Wert 5 rauskommt. Der zweite Faktor entscheidet nur, wo wir abholen. Bei welcher Stelle mehr oder weniger. Also im Allgemeinen kann ich zu dem Multiplizierer sagen, es ist nichts anderes als eine Zahl mit sich selbst addieren. Zuallererst nehmt ihr den ersten Bit zum ersten Full Adder der ersten Reihe, zweigt ihn ab und führt den ersten Bit zu jedem linken Input von jedem ersten Bit jeder Reihe. Das wären die lilanen Lines. Die Outputs, ganz selbstverständlich, weil die erst abgeholt werden müssen, können auf einen einzigen Bus gelegt werden. Das ist das grüne Zeug hier unten. Für alle 8 Bits natürlich, weil wir mit 8-Bit-Zahlen rechnen, wie gewohnt, legen wir einfach jede abgeholten Daten durch dieses AND-Gate auf den Bus und es kommt dann schön vor zu uns. Wer das Prinzip nicht verstanden hat, kann in die Beschreibung gucken oder mir eine Nachricht senden. Ich denke, ich habe es ausführlich genug erklärt, aber es kann immer sein, dass jemand meine Redensart in Anführungszeichen nicht versteht. Jo, aber es gibt genug Wege, sich bei mir zu melden. Im nächsten Video zeige ich euch dann noch schnell den Dividierer. Prinzip ist,
Naja, vom Aufbau her ist es ein bisschen kleiner, ist es aber auch langsamer. Wenn das Video draußen ist, findet ihr einen Link in diesem Video oder in der Beschreibung. Das Schematic dazu befindet sich, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und jopp, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ein Multiplizierer geht, zumindest auf arithmetisch-logischer Basis. Jopp, ciao.